Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Ja, wir sind in Heldenruh, stehen nach wie vor der Tür, die so ein bisschen tiefer führt. Zur Erinnerung, hier war oder hier ist ein Geist unterwegs, der sich ein böses Schwert geholt hat, das mit einem redet und Seelen absaugt. Und wir wollen jetzt natürlich dafür sorgen, dass das nicht mehr passiert oder dass wir das machen können. Das ist jetzt so rein Auslegungssache, ne? Das ist eine sehr auffällige Arena hier. Okay, da ist wieder ein Rätsel. Habe ich da gar nichts gegen. Bleiben wir erst auf der Ebene hier. So. Dü-dü-dün. Irgendwer sieht mich. Okay, das hier scheint wohl der Hauptweg zu sein, deswegen wahrscheinlich doppelt gesichert. Ich mag das nicht, wenn mich jemand sieht und ich ihn oder sie oder es nicht. Bin ich nicht so Freund von. Okay, dann gehen wir erstmal runter. Wir werden wahrscheinlich hier Parade zu lösen dürfen. Ich wollte eigentlich auf Beschwörung spielen, aber wenn er schon so schön steht, der bettelt ja regelrecht darum. Ja, schrei mich nicht an. Hier kann ich auch. Okay, das hier führt eher weniger zu einem Rätsel. Gold. Ja, diese Ausrüstungen sind meist sehr schwer, aber nicht sehr wertvoll im Verhältnis. Schleppt man viel für wenig. Selbst antike Reißzahn nehmen wir. Ist glaube ich sogar Crafting-Inzident. So, zack. Boah, wenn der Kerzenschein ausgeht, dann ist es wirklich so, als würde es Nacht werden. Ja, hier ist ein Rätselraum. Okay, schauen wir uns um. Den kann man nicht ersehen, den letzten, der ist zusammengebrochen. Gut, es gibt nicht viele Möglichkeiten. Also Schlange, Adler und dann drehen wir mal aufs Geradewohl. Es wird ja nur drei geben. So. Nee? Ach so, könnte auch Doppelung geben, ne? Ich sage es nur sie. Gibt es irgendwas zum Drücken? Ja, wir wissen es nicht. Also wenn es keine Doppelung geben darf, ist der Schlange Adlerfisch. War wohl richtig. So, ich will nur die Edelsteine, danke. Nicht die Leichentücher, die bringen nichts. So, da haben wir doch Teil 1 gelöst. Ein paar Fallen aktiviert, wie es scheint. Ich will erst sagen, ich war mir nicht sicher, dass es klappt. Ich habe mir gedacht, ich versuch's mal, wenn der rechte Zeitpunkt ist. Und ja, scheint klappt zu haben. Sie waren halt mehr oder weniger eindeutig synchronisiert. Okay. Hier dürfen dann doch unsere. Der Fan ist weit oben, ne? Unsere Tremora ran. Viel Spaß beim Training, Kumpel. Da sind sie. Okay, bei der Menge will ich dann vielleicht doch mal helfen. Evil Twin. Wir müssen die Illusion ja auch noch hochkriegen, wenn ich mich täusche.
Wenn eher mehr als weniger. Na, wird's mal was? Gleich Mana, dann müssen wir zu physischen Mitteln kämpfen. Ah. Können wir parallel noch ein bisschen so. Meine Güte. Er kriegt nicht wirklich viel Schaden, ne? Das ist cool, ich glaube, ich kriege mehr Mana momentan wieder als Verbraucher in der Summe. Versteckt ihr euch da hinten? Was abbrechen? Die Illusion war mir noch nicht voll, oder? Da wäre nur das Quatsch. Ja, meinetwegen könnt ihr auch ein bisschen auf mich kloppen, wenn ihr meint, dass es gut ist, solange mein HP nicht weit runtergehen. Immer drauf, genau. Ich hab's nicht besser verdient. Warum, weiß ich noch nicht. Ja, das ist ein schönes Gemetzel, aber meine Güte, dauert das. Ich glaube, einen haben wir jetzt mal weg. Aber bei vier Gegnern will ich jetzt trotzdem noch aufrechterhalten. Danach würde ich Vorschlag machen, einen kleinen Sadestone, wenn da zwei Gegner in der Nähe liegen. Sehr schön. So, gucken wir mal. So, passt auf. Erstmal Licht. Ja, ja, ja. Ihr dürft jetzt hauen. Jetzt machen wir einen Sadestone und danach kloppen wir auf wie wild drauf. Das sollte gut werden. So, dich holen wir wieder. So, und dann gehen wir selbst in den Nahkampf. Da. Durch den Sadestone werden wir die dann gleich wieder mitbelebt. Noch Schleichmodus oder ist noch groß? Ah, nee, hat angehoben, okay. Jetzt stirb. Meine Güte. Haben die viel HP. Der Dolchregel stumpf. So, gut. Ja, war jetzt nicht super schwer, aber super ausdauernd. Kann man sich einfach nicht vorstellen, dass sie so kack Ausrüstung haben, so viel wie die aushalten. Aber gut. So, das war mal 184. Ja, das Nummer. So, noch einer mehr? Okay. Sehr schön. So. Jetzt will ich aber trotzdem mal ganz kurz Lugi Lugi machen. Nur Destruction ist voll. Restoration, Alteration. Deluge brauchen wir auch noch. Alles klar, gut. Sehr schön. Haben wir drüber gesprochen. Freut mich. So, und auf der Seite die Dinge haben wir noch nicht beseitigt. Erneuern wir den schon mal. Einfach nur schon mal präventiv. Ist hier wieder jemand? Oh.
Liegt mal sehr schnell rum. Oh, warte mal, da steckt sogar noch einen drin, ne? Ja. Ist doch typisch, dass die immer aus ihren. Jetzt habe ich das verbrannte Buch aufgenommen. Wollte ich nicht. Na gut. Das ist jetzt nicht so krass schwer wie ein Schwert, dass ich es direkt rauszogen würde. Das ist, glaube ich, zeitlich günstiger, wenn ich es halt mit verscherbe später. So. Mein Tremor hat nebenbei nicht besonders lange überlebt, glaube ich. Höhe. Schätzen, wenn wir das Falsche drücken, werden hier krass Flammen ausgelöst. Können wir das ein bisschen vorbeugen? Können wir. Ach, schön erleuchtet hier. So, Fisch, Schlange, unbekannt. Fisch. Schlange. Und wenn wir ausgehen, es darf keine Doppelung geben, Adler. So, das Öl ist mir niedergebrannt. So, und hier gibt es bestimmt da irgendwo Knöpfli. Ah, sehe ich aus wie Schlange. Ja. Wo Schlange ist, so rum, ne? Ja, könnte doch. Nee, ist Schlange. Wird Schlange sein, wups. Yay, das nächste. So. Im Prinzip sind wir so ein Tomb Raider. Wir klauen hier alles. Oh, durch Verzauberung durchaus wertvoll. Ah, die sind nicht gleich synchronisiert. Egal. Wir haben genug HP. So, jetzt vermute ich allerdings, dass wir gleich wieder Besuch kriegen. Allerdings können jetzt ja nicht mehr so viele da sein, ne? Hinter dir. Wow. Wer hat den da hinten denn erwischt? Ja, wir haben mitgekriegt. Okay, cool. Irgendwie. Ne, ich will den hier. Danke. Den anderen hatten wir schon. Der ist leer. Wer hat den denn erwischt? Also, als er nach ausgeholt hat, aus Versehen erwischt oder so, keine Ahnung. So. Muss man kurz schauen. Die Gitterstäbe sind nach wie vor zu. Hat sich irgendwas getan? Die sind noch zu. Warum kriegen wir das? Ich sehe jetzt gerade nichts, was uns hilft. Ich meine, das sind die beiden Räume. Klar. Jetzt hätte ich nur gedacht, dass wir den Rätsel da unten. Irgendwas ausgelöst hätten. Aber offenbar nicht. Warum lässt das Spiel uns hier runter gucken? Was sind das ganz andere Abschnitte? Kleinen Moment. So. Dann liegt das geografisch dort. Ne, das müssten die sein. Ja, genau. Da oben ist der Raum.
Das muss uns doch irgendwas gebracht haben. Es wird jetzt ja nicht extra nur für die... Ne, gut. Entschuldigung. Das wird jetzt ja nicht extra nur für die Truhen gemacht worden sein. Das würde ich für ein bisschen sinnfrei halten. Ist das wirklich so einfach? Habe ich uns noch nicht gesehen, okay. Ja, das Blöde ist eigentlich mit Kerzenschein so schön das ist, dass ihr dann auch mehr sehen könnt, was ja auch richtig ist. Blendet leider manchmal. Gut, dass bei der Aufnahme wirklich immer dunkler ist als beim Live. Da kommt einer. Wir sehen das ganz gelassen. Der steht da nur rum, ne? Na, jetzt bewegt er sich. Hi! Drow Guardian Overlord. Ja, mal sehen, wie er sich macht. Oh je, er macht sich nicht besonders. Ne. Dann kombinieren wir das am besten und helfen ein bisschen mit. Wow. Wo ist er hin? Da. Ach, du schmeißt ihn so krass durch die Gegend wieder. Boah. Genau, lass uns zusammen auf ihn einkloppen. Ne, der gehört zu mir. Haha, tot. Okay. So, schauen wir uns mal um. Gibt's noch tollen Loot? Oder wenigstens Loot? Nee. Ein Schwert, was die ganze Zeit in den Feuer steckt, kann nicht gut sein. Gibt's mir. Eigentlich selten, dass man jeden einzeln pflücken kann. Jetzt zum Beispiel nicht, okay. Zack, zack. So. Ah, noch ein paar schimmernde Pilzis. Der nicht. Aber hier ist doch noch garantiert irgendeiner dabei. Echt? Die sind alle fake? Gut, okay. Die sind alle fake. Kürzung kurz mal ab. Ja, aber vielleicht nicht ganz so weit abkürzen. Ja, ich hatte Dropzone, aber das müsste ich ausrüsten. Oh. Amphitheater von Heldenruhe, okay. Nett. Au. Okay, ich hab's kapiert. Ja, davon lassen wir uns jetzt gar nicht mal einschränken. Jetzt kommen wir gar nicht mehr weiter. So, naja, das war die schlechteste Truhe seit lang. Okay, der ist wirklich tot. Ich habe so das Gefühl, auf dem Rückweg werden wir haufenweise Trauge haben.
Da ist Öl, da ist ein Explosionszeugs. Ich bin skeptisch. Und es steht leer da und ich klicke. Als wenn er schon so dasteht, bei der Entfernung. What? Zu viel Matrix geguckt, hä? Kleiner Moment. Ich muss den Bogen ja kurz anlassen, damit ich nichts verliere in Laufladung. So, jetzt. Rune der Lähmung, Lähmungsrune, wie auch immer, lähmende Rune. Wir können auch anders. Cool, drei Blech davon, sieht cool aus. Okay. Naja, Kerzenschein brauche ich mal wieder. Laut Radar ist niemand zu sehen. Was ist mit den anderen passiert? Hast du die alle gekillt? Kommen wir wieder hoch, wieder eine Runde? Ja, hier ist eine Treppe. Alles klar, nichts gesagt. Ja, so viele Wege. Unschön. Aber ja, ein Schlauchdungeon, da würde ich mich auch nicht drüber freuen. Ihr habt schon recht. In dem Fall ist es wahrscheinlich so insgesamt besser designtechnisch. Ernsthaft, komme ich an den letzten nicht ran? Das ist genau wie jedes Grundstück einzeln aufnehmen. Das ist auch so Formular. Was ist das? Das Silberring einfach mal daneben gelegt. Schwarzer Seelenstein, Wahnsinn. Okay. So, gehen wir erst wieder hoch. Das Buch da oben wird wahrscheinlich hier nicht so spannend werden. Zauberbuch Schreckenszombie. Ist jetzt auch nicht so überwältigend. Also nicht für den Level, in dem wir jetzt gerade sind. Schweres Sting. So. Bop. Irgendwer hat mich gesehen, gehört, gerochen, gefühlt. Geschmeckt. Da. Ja. So, lass mich mal kurz eine Runde. Tut ihn weh. Beste Befehl aber. So. Gut. Der ist hin. Sehr schön. Immer noch? Oh. Bleib doch mal stehen, ich will dich treffen. Echt, nehme und fällt's runter. Na gut, brauche ich jetzt nicht hochlaufen. Kräfte können nur einmal am Tag eingesetzt werden, das stimmt. Ich wollte aber eigentlich schreien. Schreit man nicht so? Okay. Offenbar nicht.
Kerzenschein. Zack. So, tiefer rein. Können wir reden? Lassen wir das mal als ein Nein gelten. Ich rede nicht mit dir, bevor du alle abgeschlachtet hast, die hier sind. Ja, durch den oder die Kombination zwischen dem Nebel und dem Kerzenschein. So wieder eine krasse Reflexion. Sieht aus, als hätte man irgendwelche Drogen genommen. Hier kommt eine Wache rein. Na, haben Sie Mondzucker genommen? Nein, nicht allzu viel. Na, wie tief kommen wir runter? Und du bist bald wieder jemand. Ist die Frage, ist der Kollege Esch, steht er wirklich da? Nein, Eckbert, erst schießen, dann. Ist nicht wie in anderen Spielen. Der Angriff ist wirkungslos. Okay, kann sein, dass wir ihn mit konventionellen Methoden nicht töten können. Kann es auch sein, dass er einfach immun ist gegen physischen Schaden. Ich sehe jetzt gerade aber nichts, was hier gegenspräche. Ach, das ist nur das Seelenbild. Wow, modernen Stieß ist auch kein Kraut mehr. Ernsthaft? Das ist der Richtige, alles klar. Okay. Gelähmt? Oder was passiert? Kann ich wieder bewegen? Boah. Phase 2. Okay, der ist nur ab und an eine physische Form anscheinend. Er wechselt zwischen den Formen. So, in der Form kann man nichts machen. Wow. Wo ist er hin? Da. Warte. Tschüssi, die Meierchen. Haha, kaputt ist er. Okay, war mal ganz nett. Ist leider auch der perfekte Moment, um Stopp zu machen.
Ich hoffe, es war für euch auch so interessant wie für mich. Und ja, ging dann doch jetzt schneller als erwartet, wenn ich ehrlich bin. Bin gerade ein bisschen überrascht. Und wie immer sage ich Dankeschön. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss.